Hallo und Mahlzeit, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen. Ich habe im Februar 2018 hier schon ein Video online gestellt, und zwar über eine neue Technologie in der Archäologie, die nennt sich LIDAR. Und zwar haben dort mit dieser Technologie in Mittelamerika, in Guatemala, Mexiko, die Archäologen von einem Flugzeug heraus Zehntausende bisher unbekannte Ruinenstätten und Ruinenfelder der Maya und anderer Kulturen entdeckt. Und das wurde damals schon als Sensation gefeiert. Und jetzt wurde gestern am 3. Juni in Nature ein Ergebnis dieser Untersuchung veröffentlicht. Und das ist wirklich sensationell. Und darum soll es in diesem Video einmal gehen. 2017 haben die Archäologen damit begonnen, mit dieser Laserscan-Technologie LIDAR Mittelamerika, aber auch Angkor Wat im Fernost zu untersuchen. Und das ist vereinfacht gesagt eine Technologie, die baut man ins Flugzeug ein, fliegt damit über das Gelände, und diese Technologie rechnet die Vegetation weg, Bäume, Gras etc. etc. Und so bleibt dann ein. Das kann man als dreidimensionales Modell dann ausrechnen, und man sieht, was befindet sich unterhalb der Vegetation, was ist eigentlich so verborgen dort und welche Strukturen befinden sich noch im Erdreich. Ihr wisst natürlich alle, wenn alles bewaldet ist, gerade in Mittelamerika, in Guatemala und Mexiko auf der Halbinsel Yucatan, dann sieht man da nicht viel. Da ist alles dichter Wald und Dschungel und Urwald, aber diese Technologie LIDAR kann das eben alles durchdringen, und so haben die Archäologen eine Technologie in der Hand, die wirklich groß gefeiert wurde, damals schon, als ich das Video gemacht habe. Das blende ich euch mal ein. Das war ja im Februar 2018. Da hieß es dann schon, wir brauchen 100 Jahre, um erstmal zu verstehen, was wir da sehen, um die Daten zu analysieren. Und die Technik wurde gefeiert als das, was das Hubble-Weltraumteleskop für die Astronomie ist, sei eben LIDAR für die Archäologie, für die Luftbildarchäologie. Und da wurden eben zehntausende Ruinen gefunden, Stätten, wie es da hieß. Das sind natürlich nicht zehntausende, 60.000 war da zum Beispiel die Rede von 60.000 versunkene Städte, sondern einzelne Ruinenfelder oder eben archäologisch interessante Plätze. Aber darüber habe ich, wie gesagt, in meinem Video berichtet, was ich auch hier unten in der Beschreibung auch euch noch mal verlinken werde. Aber ein Ergebnis, was gestern am 3. Juni in Nature veröffentlicht wurde, ihr seht es ja gerade an einem Screenshot, ist dann wirklich eine Sensation. Und zwar im Bundesstaat Tabasco in Mexiko, bei der Stadt Aguada Phoenix, wurde eine Ruinenstätte gefunden, die nicht nur die älteste Stätte der Maya überhaupt ist, sondern auch die größte. Das ist ein künstliches Plateau von 1,4 Kilometern Länge, von etwa 400 Metern Breite und so 10 bis 15 Meter hoch ist das gewesen. Es soll ein Kultplatz gewesen sein oder ein Zeremonialkomplex, und der ist mit Abstand der größte überhaupt, der dort entdeckt wurde. Er hat bis zu 4,3 Millionen Kubikmeter Erdreich, also da wurden 4,3 Millionen Kubikmeter Erdreich aufgehäuft, aufgeschüttet zu dieser gigantischen Plattform. Und aufgrund der Architektur wird es eben den frühen Mayan zugesprochen. Man sagt zwar Kultplattform, aber was genau das so jetzt sein soll, was das mal gewesen ist, das ist noch unklar. Es befinden sich auch weitere Kultplattformen um dieses Hauptmonument herum, und da haben Radiokarbon-Datierungen, also diese berühmten C14-Datierungen, ergeben. Dieses Monument ist 3200 Jahre alt. Damit ist es das größte und älteste, was jemals entdeckt wurde, was der Kultur der Maya zugeordnet werden konnte. Das ist, um es mal so ein bisschen zu veranschaulichen, etwa 1300 Jahre älter als die sogenannte klassische Epoche der Maya, die so grob 200, 300 nach Christus begann. Da kennt ihr natürlich alle die Pyramiden der Maya in Yucatan auf der Halbinsel. Da gibt es ja unterschiedliche Stätten. Das ist so die klassische Epoche. Und dieses Gebäude, dieses Monument ist 1300 Jahre älter. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Aber erstaunlich ist auch, da gab es schon Handelsbeziehungen von mehreren hundert Kilometern bis 400 Kilometer mit zum Beispiel dem Volk
der Olmeken. Diese Olmeken kennt ihr alle, die haben, ihr seht es gerade, ich blende mal ein Bild zu ein, diese berühmten Steinköpfe in Mexiko angefertigt. Die gilt als die erste Hochkultur in Mexiko überhaupt. Aber damit hatten diese frühen Maya dort schon Handelsbeziehungen aufgenommen. Das konnte man an archäologischen Funden feststellen, dass die eben von den Olmeken gekommen sind. Aber interessant ist hierbei auch, ganz besonders, die Archäologen haben bei ihren Grabungen dort an dieser gigantischen Ruinenstätte bzw. auf diesem gigantischen Plateau keine Hinweise gefunden, dass es dort irgendwie eine mächtige Priesterkaste gab, mächtige Könige, eine Elite und irgendwie eine Art von grundsätzlicher, großartiger Verwaltung. Das kennt man natürlich alles von den späteren Maya, eben aus der klassischen Epoche, dass dort mächtige Maya-Könige, Gottkönige die Herrschaft über das gemeine Volk hatten, also da die oberen 10.000 das Volk mit harter Hand regiert haben. Das alles ist dort nicht gefunden worden. Dieser Monumentalbau war also, so sagen es die Archäologen in Nature, eine Gemeinschaftsarbeit und wurde ohne Zwang errichtet, und zwar als ein Werk für alle. Dazu muss man sehen, die klassischen Maya-Pyramiden und Maya-Tempel, die ihr von Tikal kennt, von Palenque natürlich und all die anderen berühmten Maya-Städten, das waren Heiligtümer, die wirklich nur einem ausgewählten Personenkreis zugänglich waren. Eben den Gottkönigen, den Hohenpriestern, den Schamanen, das gemeine Volk durfte sie nicht betreten, stand quasi bei Zeremonien irgendwie um diese Pyramiden und Tempel herum. Hier ist es ganz anders. Hier konnte quasi jeder dieses Heiligtum betreten, was ja auch von dem gemeinen Volk in einer großen Anstrengung gemeinsam errichtet worden sein soll. Und wann das war, wissen die Archäologen laut diesem Bericht auch recht genau. So um 1000 vor Christus sollen die damit angefangen haben. So etwa 200 Jahre haben sie daran gebaut, dieses Plateau aufgeschüttet. Man spricht auch, dass 13 Millionen Arbeitstage, also alle Arbeiter zusammengenommen, dafür notwendig waren, um das da aufzuschütten und in diesen Zeremonialplatz zu errichten. Und dann ist es besonders interessant, als die dann nach knapp 200 Jahren mit ihrer Arbeit endlich fertig waren, haben sie diesen Platz, diese heilige Stätte, nur 50 Jahre benutzt. Um etwa 750 vor Christus sind die alle wieder abgehauen und haben dieses gigantische Bauwerk einfach dort stehen gelassen. 50 Jahre lang nur genutzt, das ist wirklich auch ganz erstaunlich. Da muss irgendetwas vorgefallen sein. Warum hauen die alle nach so einer gewaltigen Arbeitsleistung einfach ab? Um es noch einmal zu unterstreichen, 4,3 Millionen Kubikmeter Erdreich wurden hier zu einem gigantischen Plateau aufgeschüttet. Warum, wissen die Archäologen nicht. Sie spekulieren in ihrer bisher ersten Veröffentlichung darüber, in ihrer ersten Untersuchung, dass vielleicht auch der Sonnenkult irgendwie gehuldigt wurde. Aber was genau das war, warum die das gemacht haben, das ist noch unklar. So ungefähr 1500 vor Christus kamen so die Maya, die späteren Maya, die spätere Hochkultur aus dem Hochland von Guatemala auf die Halbinsel Yucatan. Aber hier haben sie dann direkt angefangen mit einem riesigen heiligen Zentrum, mit Monumentalbauten. Bisher gingen die Archäologen immer davon aus, die Maya waren erstmal ganz normale Ackersleute, die da so gesiedelt haben in kleinen Dörfern und sind dann später dazu übergegangen, monumentale Bauwerke zu errichten. Dieser Fund beweist nun, dass die direkt, als sie da waren, sofort etwas Riesiges einfach da in die Ebene gesetzt haben. So einfach ist es natürlich nicht gewesen, aber sie fingen gleich damit an, Monumentalbauten zu errichten. Da sind, falls ihr das jetzt denkt oder so, um auch nicht missverstanden zu werden, hier stehen keine Pyramiden, es ist ein riesiges Plateau, was 10 bis 15 Meter hoch ist aus Erde, also keine gigantischen Pyramiden dort. Aber spannend bleibt es allemal, was dieses LIDAR noch so alles ans Tageslicht fördern wird. Die Archäologen haben jetzt wirklich sehr, sehr lange dort zu graben. Anhand der Größe von 1,4 Kilometern Länge und 400 Meter Breite könnt ihr euch vorstellen, wie viele Generationen an Archäologen und Forschern da zu buddeln haben, um mehr Erkenntnisse zu gewinnen, was die frühen Maya hier eigentlich getrieben haben. Und das nur 50 Jahre lang. Eine wirklich sehr spannende archäologische Entdeckung, die mein Video von 2018, vom Februar 2018, sehr gut ergänzt. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr darunter mal
kommentiert, diskutiert. Was glaubt ihr, was haben die Maya da sich bei gedacht, so etwas Gewaltiges zu errichten? Könnt mir gerne einen Daumen hoch geben, könnt auch gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen, wenn ihr mich bei meiner Arbeit hier unterstützen wollt. Ihr könnt dann alle Videos vor allen anderen sehen, teilweise einige Wochen vor allen anderen. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare, auf eure Daumen nach oben. Gerne auch abonnieren, wenn ihr mögt. Drückt dabei das Glöckchen. Und ich sage mal Tschüss, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge auf den Spuren des Unfassbaren. Euer Lars.